Namaste, liebe Freunde. Wir gehen heute nach Indien zum dritten Teil meines großen Bildes. Wir haben als letztes die Türme des Schweigens gehabt. Den Parsen ihre Türme, wo sie ihre Toten den Geiern geben. Wenn wir jetzt weiter runter gehen, kommen wir an die sogenannte Malabar Coast. Das ist das, wo unsere Eltern früher immer gesagt haben, geh doch dahin, wo der Pfeffer wächst. Und wo wächst der Pfeffer? Malabar Coast. Das ist die ganze Westgats von Bombay bis runter zur Südspitze. Und das haben wir jetzt sozusagen hier. Das ist die portugiesische alten Burgen. Das Vermächtnis der Portugiesen. Überall haben sie Riesenklötze hingesetzt, die ganze Küste lang. Dann kommen wir hier natürlich nach Goa. Catholic, Christian. Und das schöne Wildlife hinten dran im Wasserfall, der Gaur. Der Gaur ist der größte Bison der Welt. Das größte Wildrind mit einer Schulterhöhe von über 2 Meter und was weiß ich, 20, 30 oder so. Fett und schwer und gigantisch. Da haben wir schön Goa, so wie es mal früher war, ohne Liegestuhl, ohne Shakes und noch, dass die Schildkröten zum Laichen kommen. Die sieht man da, ist etwas klein, aber da. Die unsäglichen Krähen, die überall sind, über ganz Indien verstreut. Es gibt Krähen und Fliegen überall auf der Welt. Dann haben wir noch die Delfine springen vor Freude und schönes, klares Wasser. Wie gesagt, die Westküste ist die liebliche Küste. Die Ostküste, wo wir hingehen, ist ein bisschen rauer. Wenn wir jetzt weiter durch die Westgats gehen wir mal nach hinten ruhig, dann kommt man noch der Gruß vom Madurai-Dämon. Wir haben letztens auch schon mal kurz Mahabalipuram gesehen. Mahabalipuram ist die uralte, 7. Jahrhundert ungefähr, uralte Fels, aus dem Fels geschlagene Tempelanlagen. Und der Tsunami hatte sogar einen neuen Tempel ausgespült. Mahabalipuram. Kommen jetzt weiter runter, die Ostküste. An der Ostküste sieht man nicht solche schönen Kokoshaine, sondern diese, ich weiß gar nicht mehr, wie diese Palmen sind. Und alles ist ein bisschen weiter auseinandergezogen, flacher. Jetzt kommen wir sozusagen zur Südspitze. Kanyakumari genannt. Und an der Südspitze ist eine Gedächtnisstätte, erstmal von Mahatma Gandhi, ein Teil der Asche wurde verstreut. Und als letzte Figur in Indien steht Vivekananda. Vivekananda, großer Philosoph. Und auch das letzte Haus in Indien, da durfte ich mal eine Nacht verbringen mit Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, Vollmond, Mondaufgang, Monduntergang im Meer. Wunderbar. Das ist sozusagen stellvertretend für Kanyakumari, der letzte Tempel, die Languren, das Heer von Hanuman. Wunderschöne Affen, nicht so aufdringlich wie die Makaken, etwas zurückhaltender. Einer im Baum, im Frangipani-Baum. Wunderbare Frangipani-Blüten riechen wie der Himmel auf Erden. Der einzigste Mensch in meinem Bild, ein Sadhu, ein Babaji mit der Shank in der Hand. Dann haben wir noch hier den Shiva-Lingam. Shiva oben, Shiva unten. Wir haben den dicken Nandi sitzen. Shivas Reitstier. Auch Shiva oben, Nandi unten. Wie Ganesha und seine Ratte. So gehört der Nandi zum Shiva. Der Kommandel, das Sadhu, Kürbisgerät als Trinkwasser, als Essensvorrat und das einzigste Gefäß, was er eigentlich hat. King Cobra mit dem schönen Om auf dem Rücken. Deshalb heißt das Bild Om India. Dann haben wir noch dann drüben als letztes, kommen wir raus mit Vishnu. Vishnu träumt die Welt. Vishnu hat alles erschaffen im Traum. Vishnu ruht auf der 5-köpfigen King Cobra mit seinem Disk. Der Disk ist eines der gefährlichsten Waffen im ganzen Götterreich. Und um den Vishnu herum schwimmen noch schön die Hammerhaie, 1, 2 und eine schöne Möwe. Und dieses ist sozusagen der Abschluss meines Indienbildes.
Bolena. I love you all.